Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dieses Mal geht es wieder um meine Comicsammlung, also zeige ich euch wieder mal einen Schwank aus meiner Comicsammlung. Und ja, heute beschäftigen wir uns, beziehungsweise beschäftige ich mich mit der Serie, die eigentlich den absoluten Kern meiner ganzen Comicsammlung ausmacht. Die Serie, die das alles, was ihr schon in den ganzen Videos gesehen habt zum Teil und was hier so alles rumsteht, zu verantworten hat. Die Serie, die mich absolut zu den Superhelden brachte. Ja, und die Rede ist natürlich, für, wie sich viele denken können, von der Superman-Superband-Serie von Ehapa. Und das hier ist tatsächlich mein erstes Superhelden-Comic an sich. Hiermit hat alles angefangen. Habe ich von meiner Mutter geschenkt bekommen. Und ja, ohne diesen Band würde es diesen Comic-Tuber Creighton gar nicht geben. Glaube ich zumindest. Was enthält der erste Superband? Der erste Superband enthält hier alles über Supermans Herkunft. Sein Leben, seine Geheimnisse steht hier drauf. Wir haben hier enthalten die 60er Jahre Origin Story von Superman. In den 60ern im Silver Age haben sie halt die Origin von Superman nochmal ausführlich erzählt. Vorher, Golden Age und so, gab es ja auch mal irgendwann eine Origin Story. Das wurde damals relativ klein abgehandelt. Hier erleben wir halt alles. Wir erleben, wie Superman natürlich als Baby auf der Erde landet. Wir erleben, wie er Superboy wird. Damals vor der Crisis on Infinite Earths war nämlich Superman vorher Superboy und das waren keine zwei verschiedenen Personen, wie das heutzutage der Fall ist. Wir erleben sogar, wie er aufs College geht, wie er nach Metropolis zieht, wie scheinbar seine Geheimidentität aufgedeckt wird. Schon auf dem College passiert das und er das aber verhindern kann auf eine ganz sehr, eigentlich recht intelligente Art und Weise. Es sah schon schlecht aus. Seine ersten Taten erleben wir. Wir lernen halt einige Gegner schon kennen. Und das hat mich halt zu allem hier geführt. Dann in Band 2 ist das eigentlich der Aufbau ähnlich wie Band 1, nur dass es hier ist halt der Fokus auf Supermans Feinden gelegt, die wir nach und nach mehr kennenlernen. Lex Luthor, Brainiac und was weiß ich, wen sie da alles hatten. Phantomzone, der Kryptonite Man, dann hier dieser Gnom aus der fünften Dimension kommt hier vor, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. MXY nenne ich ihn einfach, seine Anfangsbuchstaben. Er trifft auf Terra Man, diese Art Cowboy auf diesem fliegenden Pferd. Ja, wir erleben auch schon Batman an seiner Seite. Und dann, diese ersten beiden Bände sind der Grund, warum ich halt auch Stories aus den 60ern zu meinen ersten Erfahrungen mit Comics gehört, obwohl ich halt in den 80ern angefangen habe, weil die ersten beiden Bände halt die Geschichten nochmal reprintet haben, die schon in der Heftserie in den 60ern bei Harper kamen. Dann geht's aber mit Band 3 halt los, mit moderneren, damals moderneren Stories, aktuelleren Stories aus den 70er Jahren. Brainiac wird hier ganz groß in Szene gesetzt zum Beispiel. Und das ist halt dann auch der Grund, warum ich, wie gesagt, die ersten beiden Bände eher so der Grund, warum ich überhaupt mit 60er-Jahre-Stories auch in der Kindheit in Verbindung kam. Aber meine Prägung, sage ich mal, an Comics sind dann halt die Spät-70er-Jahre und dann natürlich auch später die 80er- und 90er-Jahre, weil es dann eigentlich ab Band 3 halt mit 70er-Jahre-Stories losging. Die Stories aus den 70ern sind auch deutlich besser gezeichnet als die aus den 60ern. Die Stories an sich sind auch werden auch komplexer, während die 60er-Jahre-Stories noch sehr naiv waren, wird es dann hier in den 70ern halt komplexer.
Hier trifft zum Beispiel, muss Superman gegen einige seiner Freunde antreten, die aufgrund verschiedener Ereignisse dann immer kurzfristig zu Gegnern werden, auch Kräfte bekommen und so weiter. Natürlich sind diese Storys auch nicht mit dem heutigen Standard zu vergleichen, auch aus heutiger Sicht immer noch naiv, aber halt schon etwas erwachsener. Man erlebt Superman als besten Freund von Batman, die halt auch immer wieder ein Team bilden, was mir sehr gut gefallen hat. Ich erlebe halt die Legion of Superheroes, denen halt Superman in jungen Jahren als Superboy angehörte. Deswegen, wegen dieser Serie, ist auch mein Erstkontakt mit einem Superhelden-Team die Legion of Superheroes gewesen und nicht die Justice League, die es allerdings auch bei EHPA gab, die ich mir damals aber nicht so, diese alten konnte ich mir nicht so leisten halt. Das ist nicht mein Erstkontakt mit der Legion, weil ich die Bände halt nicht nach der Reihenfolge damals gekauft habe, sondern meistens nach Cover, außer Band 1, den ich halt zuerst hatte. Hier zum Beispiel trifft er auf Solomon Grundy von Erde 2, der Solo Morasso damals hier hieß, wobei ich den Namen nicht so schlecht finde. Also eher so ein bisschen Kontakt hat man auch, also lernt man auch so ein bisschen kennen, dass es eine Erde 2 gibt. Sprich, dieses ganz Paralleluniversum-Ding wird hier auch thematisiert. Im Weltraum muss er Schlachten schlagen, auch Schlachten, wo er sich nicht einmischen soll, wo Supergirl ihn aufhalten will. Ja, und hier kommen wir halt zu Band 10, zu dem ersten Kontakt von mir mit der Legion of Superheroes. Wie gesagt, sie kam schon in Band 7 vor. Sie kam auch schon vorher in den Bänden. In Band 3 gab es auch eine Geschichte mit einigen Legion-Mitgliedern. Ja, absolut super Storyline. Hier trifft die Legion unter anderem auf einen älter gewordenen Brainiac und so weiter. Wildfire und Superboy streiten sich so ein bisschen um die Führung des Teams. Fand ich großartig und finde ich immer noch großartig. Dann Riesen-Storyline rund um den Parasite. Auch Solomon Grundy kommt hier wieder vor. Das ist halt der Parasite, der nicht den man jetzt kennt, nicht dieser etwas dümmliche Rudy Jones, der auch mehr ein Monster ist. Das ist ein kluger Parasite, ein wirklich anspruchsvoller Gegner damals. Das ist halt der Pre-Crisis-Parasite. Hat mir sehr gut gefallen. Waren teilweise in den Bänden, gab es halt teilweise mehrere normale Geschichten und teilweise auch so ganze Arcs wie diesen hier. Dann habe ich halt durch diese Serie mehr und mehr auch andere Charaktere kennengelernt. Das hatten wir letztens, glaube ich, in einem Video. Wenn das schon online ist, hier Erstkontakt zu Flash. Dann werden die Storylines immer komplexer. Wir haben hier eine Situation, sozusagen etwas, was hier Superman macht oder halt nicht macht, weil er davon moralisch, oder das ist ja ein bisschen zwiespältig, er will eigentlich helfen, darf es nicht. Und das wiederum führt dazu, dass Superman auf Superboy trifft. Das bedeutet, diese Storyline in Band 13 wird dann hier in 14 fortgesetzt. Ja, wie kann er auf sich selber treffen? Das wird hier halt auch erklärt. Auch eine sehr, sehr gute Geschichte. Dann gab es auch immer so Team-Up-Stories wie hier mit Black Lightning zum Beispiel, wo Superman halt auch mal die Probleme des kleinen Mannes sozusagen kennenlernt. Ja, die täglichen Probleme im Ghetto, sage ich mal. Das ist wieder so ein Band, wo ich halt dann Green Lantern kennengelernt habe. Hal Jordan, der hier einen Auftritt, ein Team-Up mit Superman hat. Das habe ich auch in einem meiner ersten Mal-Videos schon thematisiert. Kann auch sein, dass das noch nicht online ist. Habe ich auf jeden Fall mit dem André gemacht, ist aber, glaube ich, schon online. Ansonsten kommt das halt noch. Superman trifft auch
halt immer wieder auf skurrile Gestalten wie diesen hier, der, wo ich gar nicht mehr weiß, wie der heißt. Aber hier haben wir halt auch drin ein Team-Up mit Shazam, mit dem, ja, jetzt heißt er ja nur noch Shazam, mit halt Captain Marvel zusammen. Also die Serie hat mir viele Charaktere auch außerhalb Supermans nahegebracht. Wieder so eine Team-Up-Story mit Batman und Robin hier. Also konnte man viel rausziehen. Man erfährt mehr über Kryptons Vergangenheit. In diesem Band zum Beispiel. Was auch immer interessant war. Dann eine absolut tolle Storyline. Ich lerne den Superman der Erde 2 kennen. Den älteren Superman. Lex Luthor der Erde 2 und Lex Luthor der Erde 1 verbünden sich. Treten jeweils gegen den anderen Superman der anderen Erde an, weil er den ja nicht kennt. Glauben sie dadurch einen Vorteil zu haben, den sie auch erst haben. Wir lernen auch Ultraman kennen von Erde 3. Diese Ereignisse hier sind dann halt das, an was ich mich dann erinnere oder Jahre später erinnert habe, als die Infinity Crisis kam und diese Charaktere halt wieder kamen, nachdem sie nach der ersten Crisis dann ja halt erstmal verschwunden waren zum Teil. Wieder so ein Legion-Abenteuer, die ich immer halt sehr gerne lese oder gelesen habe. Wir lernen auch, wie hier in Band 22, eine Superwoman aus der Zukunft kennen. Auch sehr interessante Geschichte. Es ist auch nicht jeder Band ein absoluter Knaller, das ist richtig. Viel Nostalgie spielt da auch mit rein. Die Storys sind halt natürlich auch in den 70ern, Spät-70ern, Anfang 80ern zum Teil noch naiv, aber mir macht es unheimlich viel Spaß, mir macht es auch heute viel Spaß. Ja, Vartox tritt auf und scheinbar hat es Superman auf dem Gewissen. Das erfahren wir, wenn wir diesen Band lesen. Ich kann auch, wenn ihr wollt, vielleicht mal die ein oder andere Review zu diesen alten Bänden nochmal machen. Schreibt das mal auch mal bitte in die Kommentare. Wieder ein Legion-Abenteuer mit Superboy. Dann hier sehr schön das 25. Ausgabe ist halt so ein Special. Da ist, meine ich sogar, dass da Action Comics, irgendeine Action Comics Jubiläumsausgabe drin war. Da wird halt nochmal viel durch die Historie von Superman gegangen und in ganz verschiedenen Zeichenstilen wird das halt gemacht. War auch durchaus interessant. Seine Schwäche neben Kryptonit ist halt auch Magie und dann gibt es halt auch immer solche Stories, wo er halt vor allem mit magischen Kräften zu tun hat. Wir nähern uns auch langsam dem Ende der Serie. Band 27 habe ich damals am Flughafen mal gekauft. War auch tatsächlich eins der letzten Bände in meiner ersten Phase, die ich gekauft habe. Einige dieser Bände habe ich auch nachgekauft. Damals hatte ich ungefähr die Hälfte. Der gehört dazu und ja, Superman und Batman wieder als Team-Up. Ganz einige Team-Up-Stories von denen. Das ist dann hier schon 80er Jahre. Auch die Bände vorher, das war dann schon 80er Jahre Stuff. Dann hier ein Band, wo wir halt Lex Luthors Kampfanzug sehen. Auch Superwoman aus der Zukunft kommt hier wieder drin vor. Auch ganz gut. Und ihr habt jetzt gesehen, Band 27 und dann Band 29, also habe ich dann scheinbar eine Lücke, dazu kommen wir gleich. Den Abschluss dieser Serie macht dann halt Band 30, wo Superman auf die Kinder von dem Parasite trifft. Eine ganz interessante Geschichte, ganz tragische Geschichte auch, eher als der böse Vater, der aber eigentlich Gutes will für die Kinder, hat mir sehr gut gefallen, ist der abschließende Band. Dann habt ihr gesehen, Lücke habe ich Band 28, ist auch sehr, nur noch sehr, sehr teuer zu bekommen, Band 28. Und deswegen habe ich vor einer Zeit, konntet ihr in einer Folge meiner Comic-Neuzugänge mal sehen, mir diesen Band geholt. Superman Mammut Band Nummer 3. Die auch von E. Harper, diese Mammutbände enthalten halt drei dieser normalen Superbände. Das Schöne ist aber bei E. Harper gewesen, im Gegensatz zu Marvel, die ja auch solche Reprints hatten, wo du halt teilweise nicht wusstest, was ist da drin und erst reingucken musstest. Hier steht ganz klar drauf, was da drin ist.
Und zwar haben wir hier in diesem Sammelband Band 28, 36. 6 und Band 30. Das heißt, Band 6 und Band 30 habe ich natürlich doppelt. Mir ging es vor allem hier um Band 28, der hier drin ist. Die sind auch dementsprechend, ist das auch dicker. Hätte ich natürlich gerne auch in der Originalform gehabt, aber ist nicht so schlimm. Hab den Band auch ganz günstig bekommen, hat nur ein paar Euro gekostet. Dadurch konnte ich das nachkaufen, weil ich halt sehen konnte, was da drin ist. Ja, Band 28 ist vor allem dafür berühmt, dass er eine von drei Alan Moore-Geschichten an Superman aus dieser Zeit enthält. Und das ist halt dieses The Gift, das Geschenk, wo Mongul den Superman mit dieser Pflanze sozusagen beschenkt, die ihn befällt und in so eine Traumwelt versetzt. Wurde, glaube ich, auch verfilmt im Zeichentrickbereich. Die Geschichte habe ich halt auch noch in anderer Version. Von Eagle Moss zum Beispiel habe ich die auch. Und überhaupt werden wir auf alle drei Alan Moore-Geschichten, ich habe alle, im Laufe meiner Comic-Sammlung noch kommen. Also die, auch diese Geschichte, die hier drin ist, wird uns nochmal begegnen. Ja, ansonsten, trotzdem, deswegen wollte ich diesen Band auch erst nicht holen, weil er so teuer war und weil ich die Hauptgeschichte eigentlich habe. Aber hier sind auch noch andere Storys drin, die dann halt ganz interessant sind. Zum Beispiel lernt man hier eben auch die Challengers, wie hießen die? Challengers of the Unknown, glaube ich. Es gab da so ein Abenteurer-Team bei DC, die so ein bisschen die Vorlage für die Fantastic Four bei Marvel waren. Die lernt man hier halt auch dran kennen. Ja, wie gesagt, das andere doppelt sich hier. Aber ich bin sehr zufrieden, habe dadurch diesen Band im Grunde die Sammlung komplett. Ja, das war's für diese Folge. Schreibt ihr mir mal rein, wer die Bände auch kennt, was ihr insgesamt dazu sagt, ob euch die Folge gefallen hat. Mich würde natürlich das ein oder andere Like freuen und natürlich durchaus auch der ein oder andere Kommentar. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wann immer ihr das Video sehen werdet. Bis dann. Ciao.